wie viel Beachtung schenken wir dem Fahrradschuh? Logisch kauft der Biker einen anderen Schuh als der Rennradfahrer. Aber auch nicht jeder Biker wünscht sich dasselbe Modell. Ein Cross-Country-Rennfahrer setzt andere Prioritäten als der All-Mountain- oder Tourenfahrer. Die Auswahl an tollen Schuhen wird immer größer. Transalp- oder Bergtouren erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Fast kein Gipfel ist zu hoch, um ihn mit dem Bike zu erklimmen. Dadurch verändern sich auch die Anforderungen an die Schuhe. Alle, die in alpinem Gelände unterwegs sind, wünschen sich einen Schuh, der auch zu Fuß seine Qualitäten ausspielt. So dringen immer mehr Produkte auf den Markt, die über eine gut profilierte Sohle verfügen. Also Schuhmodelle, die speziell für die Berge konzipiert sind. Die Schweizer Firma Suplest führt bereits einen bewährten Tourenschuh, den Offroad, im Programm. Auf die Saison 2012 hat dieser Schuh einen großen Bruder erhalten, den Offroad Alpine. Wie der Name sagt, fühlt sich dieses halb hochgeschnittene Modell hauptsächlich in alpinem Gelände wohl. Wir haben ihn eine Saison lang gefahren. Der Schuh ist für den Gebrauch von Klickpedalen konzipiert. Er ist mit den gängigsten Pedalsystemen kompatibel. Das Kernstück der Offroad-Modelle ist sicherlich die Vibram-Sohle. Der grobstollige Gummi bietet zu Fuß sehr guten Grip und lässt auch längere Fußpassagen mit komfortabler Sicherheit meistern. Trotzdem zeigt er keinen übermäßig schnellen Verschleiß. Das Ein- und Ausklicken ist auch mit diesem groben Profil ohne Probleme möglich. Beim Gehen stören die Klicks nur so wenig wie bei allen anderen Schuhen mit Klicks auch. Auf der Saison 2013 hat Suplest den Offroad-Modellen eine komplett neue Schuhsohle verpasst. Mit der Schweizer Subtraktion-Sohle soll der Komfort und die Griffigkeit beim Gehen gegenüber der Vibram-Sohle nochmals verbessert worden sein. Das Obermaterial besteht aus einem synthetischen Nubuckleder in Kombination mit einem widerstandsfähigen Mesh. Die Zehenbereiche sind mit einer Gummiverstärkung versehen. Der Alpine liegt sehr schön am Fuß an. Die ergonomisch geformte Einlegesohle kann entfernt werden. Man fühlt sich vom ersten Tragen an sehr wohl im Schuh. Die Atmungsaktivität hat sich trotz robuster Weise immer bestens bewährt. Der Bikeschuh hat uns fast rundum überzeugt. Der Tragkomfort, die sehr griffige Sohle und vor allem die tolle Verarbeitung machen ihn zu einem treuen Begleiter. Und zwar nicht nur in den Bergen. Den einzigen Minuspunkt erhält der Schuh wegen der Zunge. Sie ist zwar speziell geformt, sorgt aber trotzdem ab und zu für seitliche Druckstellen und liegt nicht immer dort, wo sie sein sollte. Uns wäre eine einfacher geformte, dafür weichere und bequemere Zunge lieber gewesen. Jetzt aber los! Schuhe an und ab aufs Bike!